Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jack Kloxen, das ist 20XTX und unsere erste Runde Ace ist dran. Und was ich bei Nina jetzt vergessen habe, ist diese vielen leckeren Chips hier einzutauschen gegen Verbesserungen. Unter anderem, was haben wir denn da? Also, erschafft Deli. Deli, die dich in Level 2 mit einer Verstärkung besucht, also soll heißen, irgendwo in Level 2 hockt dann diese Katze rum und gibt uns irgendwas. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und was haben wir dann? Eine Deli-Verbesserung ab Level 4 direkt nochmal das gleiche mit einer Verstärkung. Okay. Nehmen wir auch direkt mit. Permanent ein plus 1 am Anfang mehr Energie, auf jeden Fall. Da können wir eigentlich alles kaufen, aber ich lese es halt einfach mal vor. Standardattacken fügen mehr Schaden zu das Machtband. Warte mal. Schalte diese frei, damit sie in kommenden Läufen spawnen. Halte sie außerdem einmal gratis. Aber das Kraftband hatten wir doch schon mal gefunden gehabt, ne? Oder war das in der Daily? Ich kauf's einfach mal. Aufladen zieht Gegenstände zum Aufnehmen an. Ladender Magnet. Also wenn ich meine Waffe auflade, ziehe ich Gegenstände an. Das ist cool. Das hätte uns schon das ein oder andere Mal Muttern aus der Lava holen können. Oh Gott, das wird ein sehr interessanter nächster Lauf. Mischmasch Master Y. Kerne aus verschiedenen Sets erhöhen die Werte. Okay. Nehmen wir doch direkt mit. Haben wir noch irgendwas, was wir für den nächsten Lauf gebrauchen könnten? Ich glaube nicht. Haben wir einen Token? Achso, zwei Chips für einen Jeton. Auch das kann man dann quasi im nächsten Lauf benutzen. Nee, machen wir jetzt erstmal nicht. Die neuen Chips gehen, glaube ich, nicht verloren, oder? Die wir jetzt noch drüber haben. Dann wollen wir nochmal sehen. Erster Lauf mit Ace. Achso, der Ace ist jetzt hier der Nahkämpfer. Da bin ich ja gespannt drauf. Da müssen wir jetzt immer sehr personal ran da. Und nehmen wir da jetzt sofort einen vernünftigen Lauf mit? Ich denke schon. Achso, deine Seelenchips verschwinden, wenn du einen neuen Lauf startest. Wirklich? Nein. Was mache ich mit den neuen Chips jetzt? Ich glaube, ich hole mir mal dann mal so einen Token hier, oder? Was kostet das? Drei? Zwei. Ich nehme mal einen Token mit und noch eine plus Lebensenergie für den nächsten Lauf. Und dann werden wir da sehen. Alles klar. So, dann machen wir doch direkt im Normalen los. Mal gucken, wie das läuft. Mit dem Ace und nicht mit der Nina. Persistenz. Warum kriege ich jetzt ein Achievement? Ich habe doch gar nichts gemacht heute. Und warum wurde das jetzt links nicht angezeigt? Finde ich gerade nicht so gut. Daran muss ich mal gerade rumfriemeln. Da bin ich wieder. Das finde ich ein bisschen scheiße. Ich glaube, ich habe... War das jetzt die erste? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Entschuldigung. Nee, ich habe eine Errungenschaft. Also es war... Hier, guck mal, da ist es nochmal in der Mitte. Persistenz. Habe ich freigeschalten. Ich muss mal gerade gucken. Warum? Start the third one in a single game session. Ach so, weil ich hier gerade so schön so lange dran sitze. Ist ja super. Okay. Wo war ich gerade? Ace, Junge. Ace ist der Nahkämpfer hier. Das heißt, ja, Fernschützen sind mein Hobby. Dran zu verrecken. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist er stärker, glaube ich. Kommt mir jedenfalls so vor. Oh, wie sieht's denn hier aus? Okay, Level 1, Gefahrenzone. Geht ja gerade so. Ja, macht 14 Schaden. Nina macht am Anfang 10. Aber es kann jetzt auch daran liegen, dass wir tatsächlich, guck mal, plus 3 Stärke schon vorneweg, weil wir so viele Sachen gekauft haben und die ihn erstmal direkt zur Verfügung haben. Okay, ich meine, ich werde mir jetzt nicht drüber beschweren, dass wir hier stark sind oder so. Und ja, wie findet ihr das mit der Lebensenergie, mit den Zahlen oben? Ich habe das ja letzte Runde eingestellt. Ich finde das praktischer als die normalen Anzeigen. Da oben geht schon wieder irgendwie lang, ne? Oben an der Decke. Aber Unterschied macht's nicht. Na gut. So, auch hier gehen wir mal runter gucken. Ne, hier gibt's nichts mehr. Alles klar. Unsere Herausforderungskammer. Das sollte ja mit Ace jetzt relativ einfach sein, die ganzen Horden zu killen. Weil der kann ja in alle Richtungen angreifen. Und ich glaube, im Vergleich zu Ninas Knifte hat er auch standardmäßig Durchdringen an der Waffe dran. Das soll heißen, wenn ich mit dem Schwert einen Gegner treffe, kann es trotzdem noch dahinter einen Gegner treffen.
Ja, guck mal einer an. Jo, 10 Sekunden noch drüber. Also Ace ist ja echt ein Ace hier. Lebenspunkteaufnahme kann Panzer gewinnen. Das liebe ich. Das ist super. Und direkt ein, plus ein Panzerung ausgezeichnet. Hat sich doch schon gelohnt. Plus ein Panzerung, obwohl ich die Lebensenergie... Ach so, jetzt habe ich die Lebensenergie aufgenommen, obwohl ich sie eigentlich nicht hätte gebrauchen können. Interessant. Das ist interessant auf jeden Fall. Ja, genau das Gleiche. Und gibt aber auch nicht immer eine Panzerung, obwohl ich es aufnehme. Das ist seltsam. Das ist sehr seltsam. Bringt mir das jetzt hier irgendwie hier hinten und dann auf die obere Plattform? Also jedenfalls nicht, wenn ich nicht hochkomme. Aber egal. Hier unten ist nur Lava. Also mir sind jetzt bis jetzt noch nicht großartig Levelabschnitte aufgefallen, die sich wiederholen. Also jedenfalls nicht nervig wiederholen. Wo ich jetzt sagen müsste von wegen, schon wieder dieser Levelabschnitt, aber ist erst die zweite Folge. Eigentlich die vierte, aber egal. Wir sind voll. Können wir jetzt trotzdem? Warte mal. Hat jetzt leider keine Patzung gebracht. Wäre aber möglich gewesen. Da ist er wieder, der Perforator. Und an dem müssen wir jetzt ran. Na super. Okay. Was sagt man dazu? Der war ja relativ schnell down. Habe ich gerade einen kritischen Angriff gemacht? Plus 1 Lebensenergie, sehr schön. Ich habe gerade irgendwie an der Truhe die ganze Zeit so 12, 13 Schaden gemacht und zwischendurch mal einen 24er bekommen. Interessant. Die Gatling brauchen wir immer noch nicht. Wir pulvern natürlich alles in unsere Hauptangriffskraft. Bonustruhe, ein paar Chips ausgezeichnet. So, wir nehmen wir denn jetzt als erstes mit? Wer ist denn sehr Fernkampf? Sehr Fernkampfaffin. Der Rollator eigentlich, ne? Denn damit sind ja die Twins, obwohl die sind auch scheiße, wenn man da nah ran muss. In späteren Leveln. Ich mach mal die Twins erstmal. Alles, was eine unfaire Anzahl von Gegnern ist, nehmen wir als erstes weg. Uiuiuiuiui. Habe ich jetzt in normal angefangen? Ja, ich habe noch ein Leben ausgezeichnet. Ich wollte gerade sagen. Oh, der leuchtet wieder. Der hat Chips dabei. Das haben wir ja festgestellt. Die leuchten, die haben die Chips. Hat doch ganz schön eine Reichweite, sein Säbel. Muss ich ja sagen. Achso, und wir ziehen ja jetzt auch Sachen an, ne? Muss ich gleich mal testen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Da ist eine Mutter. Pass auf, jetzt lade ich auf. Und jetzt zieht es durch den Magnet, den wir eingesammelt haben. Ja, das hilft auf jeden Fall. Wenn es mich mal treffen würde. Ah, dankeschön. Hat ja gar nicht lange gedauert. Zieht das Gedöns bei mir in die Nähe. Das ist total praktisch. Lebensenergie, Panzerung. 4 Panzerung, meine Fresse. Jetzt geht das mit den Schwebeplattformen wieder los. Das ist eine totale Umgewöhnung. Hier müssen wir nicht hin. Ach Gott, das Dashen in der Luft vermisse ich jetzt gerade. Das war mit Nina letzte Folge sehr interessant. Sei schnell. Okay, na, gerne doch. Also mit Ace ist das echt nicht die Hürde hier. Oh, Helm. Kern, haben wir schon einen? Wir haben schon einen Helm. Scheiße, welcher ist denn das? Das ist der mit der Panzerung, ne? Was gibt's denn du? Warte mal. Plus 50%, also 50% der Kräfte kommen gratis. Wir haben noch keine Kräfte. Drauf geschissen auf den Helm. Gehen wir doch mit dem weiter. Das ist viel besser mit der Panzerung. Da ist die Katze. Die Katze hinterlässt eine Truhe mit Energie und dann legt sie sich schlafen. Das kennt man ja so. Okay. Kein Kommentar dazu.
Okay, immer noch keine Panzerung, schade. Aber die hilft uns ganz gut, die Lebensenergie zu managen, muss ich ja sagen. Wir wurden schon das ein oder andere Mal jetzt getroffen und haben keinen Schaden genommen durch die Panzerung. Geht's hier runter? Nein, hier ist der bodenlose Tod. Hier geht's hoch. Da muss ich, glaube ich, erstmal warten, bis die Plattform wieder da ist. Sehr gut. Okay, was haben wir denn hier? Achso, das kennen wir ja schon. Da musste ich mich doch glatt mal räuspern. Was haben wir hier? Mehr Schaden. Mehr Schaden für... Das war total elegant gerade. Mehr Schaden für Kräfte, wo wir immer noch keine haben. Macht ja nichts. Und Boss Nummer 3 oder so. Und wir haben einen Token. Jetzt können wir endlich mal am Roulette drehen hier. Ach so, wo sehe ich denn das? Ach so, unten links, alles klar. Ich sage viel zu oft, ach so, aber wenn einem die Eingebung kommt. Oh. Ach was, direkt was gewonnen? Erhöht das Tempo? Das ist sehr nett. Aber erhöht nicht das Sprinttempo, ne? Erhöht nur das normale Tempo. Das ist komisch. Man sollte meinen, auch das Sprinttempo wird erhöht. Aber dann brauchen wir ja zwischendurch gar nicht mehr sprinten. Ja, lasst euch mal nicht so feiern, Leute. Obwohl, die dürfen sich auch feiern lassen, wie es aussieht. So, jetzt kriegst du auf die Nüsse, jetzt bist du unten. Nicht übermütig werden, wir haben nur noch 4 Leben, scheiße. Achso, aber der erste ist auch schon kaputt. Kannst du mal bitte runterkommen? Kann ich dich... Nee, ich kann die leider nicht kaputt hauen. Ah, okay. Ah. Schwein gehabt. Also er musste echt sagen, Schwein gehabt, dass der Ace halt so in alle Richtungen angreifen kann. Auch wenn es halt eine relativ kurze Reichweite ist. Meine Güte. Ah na, unsere Lieblingskraft. Unsere Lieblingskraft. Und Gott sei Dank geht es hier auch nicht in die mit dem Kraftband. Also ich muss ich mir nicht mal irgendwie aussuchen. So, mehr Muttern, mehr Leben, mehr Chips. Wen haben wir denn da jetzt? Den hat man noch gar nicht. Den nehme ich mir jetzt mal vor. Wie heißt denn überhaupt? Eternal Star. Doch, hatten wir den schon mal? Ach klar, das war doch der mit den vielen Ads, ne? Ah, toll. Ja, die Kanonen hasse ich ja wie die Pest. Die stehen da einfach den ganzen Tag rum. Und machen Stress, die Schweine. Haben wir direkt schon wieder... Oh, Vorsicht mit der Plattform. Haben wir direkt schon wieder das eine oder andere... Na toll. Leben hier abgezogen. Aber Wesen können sich nie umdrehen. Das ist ein Pluspunkt. Was machst denn du eigentlich? Ach, guck an. Das habe ich bei dem noch gar nicht gesehen. Ich dachte, er hat bloß das Schild wie der Käfer. Aber, na toll, anscheinend nicht. Also dieses Level, bis jetzt hasse ich es, muss ich sagen. Also das mit den Drehplattformen durch den Elektro-Dinger durch, das ist nervig. Huch! Da habe ich mir anscheinend schon eine Meinung zugebildet. Und ich möchte eigentlich bloß so schnell wie möglich durch. Ach, warte! Kommt die jetzt hoch, die Mutter? Nö! Ist wahrscheinlich zu weit weg, um sie ranzusaugen. Okay, wie kommen wir an dir vorbei? Am besten unten warten. Und dann mit einem gekonnten Walljump. Wird die Flairmaus runtergedrückt durch die Plattform. Das arme Ding. Na toll. Wird von der Plattform nach unten gedrückt, der arme Ace. Die Plattform-Scheiße hier, ey. Na toll. Das ist doch voll unfair. Das war voll unfair. Und das war unser Lauf, so wie es aussieht. Ja. Das waren 15 Minuten oder so. 11 sogar nur, okay.
Ja, da hängen wir noch ran. Also das finde ich jetzt gerade schon besser als den wir mit Nina hatten. Der eine Lauf mit den drei Leben, der so lange gedauert hat. Da hängen wir direkt noch einen ran. Ich glaube, wir haben sein Gehirn vergessen. Traurig, Abteilung für Schuldzuweisung. Ihr Schweine. Gut. Wir haben 13 Chips. Da ist übrigens die Katze. Die Katze kann man angrabbeln. Und wir haben 13 Chips und können uns hier LP-Steigerung leisten. Oder halt neue Sachen zum Finden. Was haben wir denn da? Feinde lassen mehr Lebenspunkte fallen, das ist cool. Feinde lassen mehr Muttern fallen, das ist auch cool. Kräfte fügen mehr Schaden zu, das ist nicht so mein Style. Ich nehme mal die mehr Lebensenergie. Oh, guck mal hier, ab Level 6 ist die nächste Katze. Ich nehme mal die Lebensenergie. Und dann auf zur zweiten Runde des Tages. Normal, alles klar. Ja, das gefällt mir besser. Wenn man quasi die Möglichkeit bekommt, dass der Lauf nicht so lange ist und man zwei machen kann. Trainiert dann doch, glaube ich, ein bisschen mehr. Also stell dir mal vor, wir hätten Necrodancer mit drei Leben gespielt. Da wären wir ja so schnell durch gewesen. Das muss ja auch nicht sein. Ey, Necrodancer mit drei Leben. Gibt's da einen Mod zu? Ich hoffe nicht. Weil das hätte es echt zu einfach gemacht dann. Hier geht's schon wieder links lang. Da geht's doch bestimmt zu einer... Oh, da waren... Ich habe jetzt echt die Speere nicht gesehen. Gibt's doch echt bestimmt zu einer Kiste oder sowas. Was ist denn hier schon wieder los? Alter, und warum springe ich da rein? Ja. Was haben wir denn da? Ein direkt mal so ein Schlägerarmband. Sehr schön. Oh. Das ist ja unglaublich nervig hier gerade. Und die hören auch nicht auf, die Dinger. Die gehen auch nirgendwo. Na toll. Kaputt. Ein Pinguin. Den ich schön von unten wegschießen kann. Sehr schön. Und dann wieder runterfalle. Ausgezeichnet. Und wieder in die Stacheln rein. Leck mich doch. Alter, das mit der Sprintentaste ist echt so eine Sache. Wann willst du denn eigentlich mal nicht sprinten? Das sollte eher eine Gentaste geben. Finde ich. Ich glaube, das hatten sie auch schon im Forum geschrieben. Dass das Sprinten gedrückt halten ist echt eine komische Sache. Also da könntest du dich eigentlich die ganze Zeit in der Geschwindigkeit bewegen. Naja. Wir wollen ja nicht meckern. Achso, sei schnell. Alles klar. Wir fangen natürlich oben an. Weil runter kommen sie sowieso immer. Jawohl. So, cool. Was haben wir denn da? Eine Körperkraftaktion kann Lebensenergie wiederherstellen. Geil. Kraftaktion. Na toll, wir haben noch keine Kraftaktion. Das ist schade. Na gut. Dann brauchen wir wohl eine demnächst. Müssen wir bloß den ersten Boss killen. Und nicht runterfallen wie der letzte Vollnoob. Ja, komm mal ran, Pinguin. Das dauert mir gerade viel zu langsam. Viel zu lange. Ach so, das ist wieder ein Dicker, der Seelenchips dabei hat. Und hier unten haben wir eine Kiste. Okay. Gut gerüstet. Mit bisschen wenig Lebensenergie. Mit ein bisschen mehr Lebensenergie. Okay, jetzt kommen die Teile wieder. Die Gott sei Dank nicht selbst Schaden machen, wenn man denen zu nahe kommt. Weil das wäre jetzt mit Ace hier echt unfair gewesen. Und dafür gehen sie auch relativ schnell kaputt. Okay, hier drüben gibt es nichts mehr. Sehr gut. Eisflächen, das ist das Schlimmste eigentlich auch. Wenn man sich nicht auf den eigenen Boden verlassen kann. Oder dem eigenen Boden nicht trauen kann hier. Da oben ist eine Kiste, da will ich hin. Na toll, wie komme ich denn da hin? Kann man definitiv nicht, wenn ich hoch genug springen hier. Ich habe nichts gesagt. Oh, was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Der Boss? Der Boss ist was? Geh runter. Hier, hör bitte auf. Der Boss ist... Ach so, hier unten geht's zum Boss und oben kann ich nicht lang. Ich will ja bloß zur Kiste. Ist ja clever gemacht. Wer will denn auch da oben lang? Sind auf dem Stacheln. Ich muss das mal lesen können, so schnell wie das diesmal wieder weg ist.
Benutzen wir Muttern, aber selbstverständlich. Wenigstens ein paar. Ach, ja, stimmt. Wille Visage, alles klar. Na denn, jetzt muss ich nah an den ran. Das ist ja auch ein bisschen doof. Huch. Und jetzt verkriecht er sich, der Affe. Das ist scheiße. Also gegen den ist ja echt scheiße. Hallo? Hey? Mann! Sau! Na toll. Stirb! Ja, Schwein gehabt, ey. Schwein gehabt, wieder mal. So, Lauftempo, sehr gut. Da wird der Sprint schneller. Kann auch sein. Schutzschild, Schockwelle, Gedöns. Ja, wir wollten ja irgendwas mit Kraft nehmen, ne? Dann nehmen wir die halt diesmal. Und wer ist denn unser Nächster? Oh Gott, gegen den Todeslotus mit Ace. Das stelle ich mir nicht schön vor. Deswegen machen wir lieber gleich. Der ist ja immer sonst wo. Was ist denn das für ein Shop? Eine Mutter, eine Energie, alles klar. Nein, danke. Wir haben 10. Geht's hier lang? Die Kamera war gerade so komisch. Da war sie wieder. Kann ich hier hoch? Tatsache. Ach, Katze! Katze! Katze mit Panzerung. Hey, warte auf mich! Mann, ey. Katze mit Panzerung. Ey, kannst du überall dich schön lang schießen. Ist ja praktisch. So viel zum Langschießen. So, wie funktioniert denn das hier? Warte mal kurz. Ach so, das geht in die andere Richtung. Das ist ja auch doof. Ja, wir übersehen gerade wahrscheinlich die Hälfte des Levels. Wir umgehen gerade die Hälfte des Levels. Das wäre dann wahrscheinlich die bessere Antwort. Beziehungsweise Phrase. Na Gott sei Dank stehst du hier hinten und ich muss warten, bis die Plattform ankommt. Oh, Kiste. Nein! Warum sprintet denn der immer? Ich halte die Taste die ganze Zeit gedrückt. Der sprintet sich hier ab und zu einen weg. Ich glaube, ich brauche wirklich mal einen neuen Controller. Geht's hier noch runter? Hier geht's noch runter. Und da ist auch ein Shop. Schön. Wir haben ja ein paar von den Münzen. Muttern, wollte ich sagen. So, mehr Schlagkraft. Definitiv mehr Schlagkraft. Und Leben nicht so. 9 sind ja eigentlich okay. Weiter geht's. Herausforderungsraum. Und der hat Chips dabei. Der blinkt so fröhlich vor sich hin, der hat auch bestimmt Chips dabei. Ist ja auch nicht so, als wäre das voll nervig hier, 20.000 Mal hochzuspringen. Kaputt ist er, okay. Na toll, die kann ich jetzt hier nicht stehen lassen. Sei schnell, na Gott sei Dank, es ist immer sei schnell. Gott sei Dank warten die so schön auf mich. Du kannst dich echt mal bewegen da oben, du Penner. Ah, ist nicht dein Ernst. Gerade noch so geschafft. Das mit dem Schild, dass ich dieses Kraftfeld habe. Das, da muss ich noch gucken, was haben wir denn hier? Was? Armatorts Hülle. Achso, eine Körpergedöns. Gewährt Immunität gegen Rückschläge. Ja, Gott sei Dank haben wir aber auch schon ein Körperdingens. Was macht das gleich nochmal? Kraftaktion, keine Lebenspunkte wieder. Achso, ne. Gewährt Immunität gegen Rückschläge. Was sind denn Rückschläge? Meinst du jetzt wegstoßen oder Schläge von hinten? Ich wechsle einfach mal. Powerkill. Warte mal. Rückstoßresistent. Powerkill Lebenspunkte stehlen aus. Achso, Powerkill Lebenspunkte stehlen. Aha. Alles klar. Wird schon. Jetzt wieder Lebensenergie. Da oben geht es auch noch irgendwo hin.
Aber mit den ganzen Stacheln will ich da eigentlich nicht lang. Danke. Das war alles ein bisschen knapp gerade. Hat aber geklappt, so wie es aussieht. Geht's hier nach links? Na, hoffentlich nicht. Doch, oben geht's nach links. Und irgendwie muss ich da auch lang. Aber wie soll ich denn hier hochkommen? Bin ich hier gerade falsch rum lang? Ach nee, ich bin eins weiter runter. Ich habe nichts gesagt. Okay. Schön langsam, schön geschmeidig. Man kann gar nichts schief gehen. Sehr gut. Ah ja, jetzt sind wir hier in der Etage höher. Und hier geht's auch noch lang. Was habe ich gerade vorhin gesagt? Da will ich nicht rein, weil es da einen Haufen Stacheln gibt. Das war völlig ernst gemeint. Aber anscheinend ignoriere ich sowieso völlig. Ist ja ekelhaft. Ah! Was ist denn hier? Kernarme. Geringere Aufladezeit. Oh ja, bitte. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie es sonst wäre, aber es ist bestimmt geringer. Jetzt muss ich hier wieder zurück. Das ist ja super. Ah. Okay, das ging ja eigentlich. Unglaublich. Hier muss da ein Geschick an den Tag legen. Das gibt's. Nein! Ah. Na toll. Und noch eine Runde. Und euer Tag so? Ha, warte mal. Nein, das war zu früh. Scheiße. Und schon sind wir wieder unten. Jetzt aber hier auch volle Konzentration und so weiter. Schön drauf warten. Schön drauf warten. Ich traue diesen Plattformen nicht mehr. Ohne Scheiß. Okay. Und jetzt trotzdem nach oben. Na, Gott sei Dank. Okay. Weiter geht's. Das ist ja ekelhaft. Und wenn du einmal verkackst, fällst du bis ganz unten durch. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Noch nicht ganz. Hm. Okay, das war unnötig haarsträubend. Mm. Warte mal, ich kürze mal ein bisschen ab. Wir wollen ja uns nicht mehr Sorgen machen als nötig. Und wir haben 3 Lebenspunkte. Gott sei Dank ist hier nur eine Kiste. Mit Energie drin, die keine Sau braucht. Okay, zwei Muttern. Leer gekauft. Und weiter geht's. Ach ja, stimmt. Das war unser Gegner. Todeslotus. Das war total clever. Jetzt muss ich mich wieder um diese hässlichen Blüten kümmern. Ah. Wo ist er? Wo ist er? Ah. Der ist gar nicht so... Der ist gar nicht so schlimm, wenn man sich relativ recht zügig um ihn kümmert. Kartoffelenergie, aber sowas von. Wenn es nichts anderes gibt, dann kann ich auch mal eine Kartoffel nehmen. Unsere Lieblingsattacke eigentlich, muss ich sagen. Oder Lebensenergie. Ich meine, wir sind mit Nahkampf gesegnet. Ich nehme mal die Fernkampfwaffe mit. So. Pinguin. Rollstar war auch scheiße. Und der ist auch kacke. Dann nehmen wir doch den Perforator zuerst. Okay. Level was? Ich hab hingeguckt. Man muss echt aufpassen, dass man hier nicht während man selber schießt, beschossen wird. So ein bisschen. Ja, warte. Ich habe schon wieder nichts gedrückt und der ist einfach losgesprungen. Ich brauche ein neues Gamepad. Na super. Das reagiert einfach mal. Schön nichts getroffen. Ist ja auch toll. Jetzt reicht's aber. Na toll.
Warte, warte, warte. Jetzt bin ich da. Will ich hier oben sein? Das kennen wir doch schon. Ah, jetzt weiß ich, was die Rüstung macht. Man wird zwar getroffen, wird aber nicht zurückgeschmissen. Das ist natürlich praktisch, wenn man irgendwo durchpowern will. Jetzt haben wir sogar noch ein bisschen mehr Lebensenergie. Ja. Okay, ja. Erstaunlich wenig Lebensenergie, wie natürlich mal wieder getroffen wird. Ich habe nichts gesagt, da ist die Lebensenergie. Oh Gott, das war ein weiter Sprung. So, Mittelteil. Mit jede Menge Ads, die sich langsam aber sicher nach oben arbeiten. Und die Biene nicht. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um die Herausforderungskammer. Schon wieder sei schnell. Also Ace ist hier irgendwie auf sehr schnell beschränkt. Anscheinend. Habe ich aber auch nichts dagegen. Das macht sich ja mit dem ganz geil eigentlich. Ja, muss ich sagen. Also Ace macht schon ganz schöne Sachen. Aber natürlich immer ein Mittelteil. Wir haben schon ein Mittelteil. Was bist denn du jetzt? Rennen gewährt ein Schild. Okay. Rennen... Ich glaube, das kenne ich aber schon. Das geht nur, wenn du losrennst, quasi. Das heißt, wir lassen das mal. Wir lassen uns mal stehen. Mir geht es nämlich übelst auf den Sack, wenn ich durch einen Schadenspunkt den Boden verliere. Da oben gibt es gar nichts. Das war sehr kostenintensiv, was die Lebenspunkte angeht, aber zumindest sind wir unten. Und hier gibt es wieder Leben. Ausgezeichnet. Also so mit Leben wirtschaften bin ich ja nun gar nicht. Ich verbrauche das lieber. Huch. Gibt's? Huch. Gibt's da oben irgendwas? Muss ich da hin? Anscheinend nicht. Ja, schmeiß doch die Mutter einfach runter. Ist okay. Ja. Na toll. Oh Gott. Panzerung. Darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Haufen Gegner hier, ey. Mein Gott. Und Muttern. Oh, achso, der hat wieder mehr. Der hatte wieder mehr Leben, weil er hatte Chips dabei. Und willkommen beim Boss. Wen hat man jetzt im Perforator? Glaube ich. Haben wir einen Token? Nö. Im Shop können wir mal gucken gehen. Ah ja. Oh, hier ist was im Angebot, so wie es aussieht. Wir haben 19 Muttern. Das reicht ja für einmal Leben. Und ransaugen von Gedöns hier. Und es reicht sogar nicht mehr für Lebensenergie. Schade. Na gut. Dann geht's nochmal weiter. Ja, da ist er wieder, der Perforator. Voll angenehm. Ist einfach mal voll angenehm, von Angriffen nicht zurückgeschmissen zu werden. Und hier haben wir es. Mischmasch-Masterei. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben 4220. 5331. Sehr geil. Okay, das heißt pro. Ich glaube, ab 0, also Müll, warte mal, wenn wir eine Körpererweiterung haben, haben wir kein Upgrade durch dieses Ding. Wenn wir 2 haben, haben wir plus 1 überall. Und bei 3 quasi 2 und so weiter. Gut zu wissen, ich hätte gerne einen Helm und Beinschützer noch. Dankeschön. Der Lauf gestaltet sich gerade sehr interessant. So, die Gatling brauchen wir nicht. Die Bonus-Truhe nehmen wir uns zuerst. Oh, diesmal mit einer Erweiterung drin. Ach stimmt, ist ja die zweite Katze. Erhöht dein Tempo. Und Muttern brauchen wir nicht. Wir nehmen die maximale Energie und die Chips und weiter geht's. Oh Gott, wir nehmen uns mal sicherheitshalber den vor. Den mit seinen vielen Ads. Die Fledermaus. Dass der nicht so aufdringlich wird im Nachhinein. So, und auf dieses... Na toll. Auf dieses Level habe ich ja eigentlich gewartet. Mit dem nicht bedingst werden.
mit dem nicht zurückgeschlagen werden. Denn jetzt kommen wir hier zwar vielleicht nicht unbeschadet, aber doch zumindest besser durch die Laser-Sektion. So, und hier geht es wieder nach links. Dann gehen wir doch direkt mal gucken, was es denn gibt. Wenn es da was gibt. Ich glaube, wir müssen hier erstmal nach links, okay. Ach, hier ist ein Shop. Na super, wir haben ja richtig viele Muttern dabei. Und hier gibt es die Schweine. Hier gibt es natürlich Beine und Arme. Ich gucke es mir mal an. Das Ende sieht aus wie ein Himbeerarm. Lade deinen Angriff noch mehr auf. Oh mein Gott. Und was haben wir hier? Sprinten in der Luft. Ach so, okay. Den hatten wir schon mal. Dann warten wir doch mal. Vielleicht sammeln wir noch ein paar Muttern. Und können dann hier irgendwie zurückkommen. Das wäre eigentlich ganz lustig. Hallo. Keine Muttern, du hast keine Muttern dabei. Ach man. Der arme Kerl hat keine Mutter. Könntet ihr einfach mal ein paar Muttern hinterlassen hier? Hallo? Wäre total toll. Ich will eigentlich nicht so weit zurück hoch. Das ist auch keine Mutter. Das machen die doch mit Absicht. Au, das machen die auch mit Absicht. Wo geht's denn hier noch hin? Geht's hier? Nein. Entschuldigung, ich wollte es mal testen. Hier führen echt viele Wege einfach mal ins Nichts. Das ist jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Achso, ja, Wandsprung, okay. Ein Token, na toll, ein Token und fünf Dinger. Wir brauchen mindestens 20 Muttern, glaube ich. Der sprintet schon wieder alleine, das gibt's doch nicht. Wir brauchen mindestens 20 Muttern, da sind wir noch lange nicht dabei. Hallo, kommst du mal bitte hoch, danke. Das war nicht so clever, das war auch nicht clever. Ich glaube, ich werde trotzdem wieder hier verrecken. Aha. Verrecke doch nicht immer. Och, Schweiger. Verrecke doch nicht immer in den einfachsten Passagen hier. Was ist denn hier los? Okay, das ging ja gerade noch so. Du musst gehen. Wo ist die Fahrstuhlmusik, wenn man sie braucht? Huch, der wird schon wieder so schnell. Nein, nicht runterfallen. Oh. Wir haben noch zwei Leben. Also ist jetzt nicht so viel, wie ich gerne hätte. Da war eine Kiste. Wollen wir zur Kiste? Ich glaube, ich will erstmal zur Katze. Jetzt mach doch mal den fucking... Oh mein Gott, da sind ja noch viel mehr Idioten oben. Katze! Huch. Machtband. Mehr Standardschaden gedöhnt. Danke, Katze. Ich komme nicht ran. Ach, der hat ja wieder mehr Lebensenergie gehabt. So, wir haben immer noch keine 20 Muttern. Das ist sehr nervig. Und jetzt würde ich auch langsam nicht mehr zurück wollen, weil hier kommt der Chef. Hier kommt die Maus oder so. Ah, Gott sei Dank ist hier noch ein Shop. Ich behalte natürlich... Ach stimmt, die haben die gleichen. Auf den Leveln haben alle Shops die gleichen Gegenstände. Das ist ja sehr nett zu wissen. Gott sei Dank können wir uns nichts davon in der Mitte leisten, denn ich werde mir jetzt auf jeden Fall Lebensenergie leisten. So, das waren... Wir haben immer noch einen... Warum haben wir jetzt... Habe ich gerade Lebensenergie ausgegeben? Nee, ne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was die Muttern angeht. Ja, dann leisten wir uns doch die Angriffskraft. Habe ich gerade... Nee, ich habe gerade Muttern für Lebensenergie ausgegeben, ne? Wir hatten gerade vier. Kam mir gerade komisch vor, weil ich irgendwie nicht die Mutternanzahl auf dem Schirm hatte. Hallo. Du mit deinen vielen, vielen Kindern. Du tust mir total leid, dass du so viele Kinder hast. Und deswegen erlöse ich dich von deiner Lage und zwar relativ schnell. Ausgezeichnet, noch ein Kraftarmband. Wo sind wir denn da jetzt? Jetzt 11 Kraft, meine Fresse. Wenn ich jetzt hier rüberkomme, ohne zu sterben, wäre das noch viel geiler.
So, gut gemacht. Schattensporn haben wir noch nicht benutzt. Will ich aber auch gerade erstmal nicht. Ich will erstmal gucken, dass ich so viel wie möglich Lebensenergie wieder ranfinde, weil 6 ist ein bisschen wenig. Dann nehmen wir diesmal die Mutter an. Und ansonsten, wir haben schon wieder 22 Chips, ist das cool. Wie nehmen wir uns denn jetzt vor? Also alles, was Nahkampf ist, ist okay. Alles, was Fernkampf ist, wie zum Beispiel der Drache, das willst du nicht zu spät haben. Oh, Payday. Jetzt siehst du auch die Herausforderung, die Errungenschaft. Was ist denn Payday? Hatten wir das nicht schon? Ach, guck mal, unten friemelt jetzt der Roboter dran rum und kappt eine Leitung. Und jetzt gibt es statt einer Explosion Konfetti. Okay, das ist gut zu wissen. Ich finde es ein bisschen kacke, dass die Achievements hier, dass man nicht sofort sieht, woran es liegt, dass du die freigeschalten hast. Muss ich doch glatt mal... Warte mal kurz. Ich will jetzt wissen, was die macht. Payday. Complete Level 4, aber das hatten wir doch vorher schon. Ach so, gilt erst ab... Ich glaube, es gilt erst ab Schwierigkeitsgrad normal. Ist durchaus möglich. Noch ein Grund, vom leichten Schwierigkeitsgrad abzusehen, glaube ich. Denke ich mir so. Das war total gemein, dass er auf Fußhöhe gehockt hat gerade. Alter, ich würde da echt gern hoch. So zum Beispiel. Muttern, jetzt schütten sie mich wieder mit Muttern zu hier. Das gibt's doch nicht. Hier ist noch eine Kiste. Und Lebensenergie, ich habe nichts gesagt. Okay, läuft. Gesegnet sei die Sprungkraft. Ich nehme trotzdem jede Menge Schaden. Ich krieg's halt einfach bloß nicht mit. Warte mal. Ich krieg's halt einfach bloß nicht mit, weil ich hier, einfach durchlatsche. Wo geht's denn hier noch hin? Hoffentlich gibt's hier gleich was, Nettes mit Lebensenergie. Boah! Jetzt aber. Ach nee, hier geht's einfach weiter, oder? So eine Rotze aber auch. Ich dachte, hier gibt's was ganz Tolles jetzt. Ach doch, Tatsache. Hier gibt's wirklich was ganz Tolles. Schmerzen auf jeden Fall. Scheiße. Und eine Kartoffelbatterie. Das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich definitiv nicht gelohnt. Wo Säulen sind, das ist doch Boden, hoffentlich. Hat sich sogar bewahrheitet. Mit diesem Leap of Fate. Diese dämlichen Laserpassagen hier sind echt nicht mein Fall. Obwohl wir eigentlich ganz gut durchkommen. Herausforderungskammer. Wir haben noch ein Leben. Okay. Ich habe nicht sprinten losgelassen und auch nicht gedrückt. Das ist gerade sehr hinderlich, dass es Gamepads und Stress macht. Und das war unser zweiter Lauf für heute. Mit Ace. Auf normalen Schwierigkeitsgrad. Geht eigentlich, muss ich sagen. Ohne relativ viel Anstrengung kommen wir hier auf eine Laufzeit von groben 20 Minuten. Das gefällt mir. Noch eine Maschine für den Müll. Wie unglücklich. Abteilung für Motivation. Ja, Level 5 hatten wir. Genau, da steht da sogar. Okay. Das war die erste Folge mit Ace. Wir haben alles durch. Wir haben am Sonntag die Dailies gehabt, am Montag die Weeklies und am Mittwoch Nina, heute Ace, alles durch gehabt. Wie gefällt es euch bis jetzt? Das war die erste Woche mit dem Spiel 20XTX. Mir macht's Laune, definitiv. Es ist auch angenehm, dass man nicht wie bei NecroDancer halt sofort im ersten Level verrecken kann, weil man zu low ist von der Ausrüstung. Gefällt mir, könnte ich mich dran gewöhnen, auch dass es halt ein bisschen mehr Skill, so taktilen Skill erfordert, finde ich nicht schlecht. Also heute gehen wir mal gleich die Chips sofort aus. Was nehmen wir denn da? Plan Primärfallen, beginne Läufe mit einer Primärtruhe. Okay, beginne Läufe mit einer Primärtruhe. Also das heißt, man hat gleich am Anfang die Chance irgendwas Gutes zu kriegen, ne? Dann das nehmen wir, glaube ich. Direkt mal, und das mit dem Blatt hier, das gefällt mir auch gerade. Mach dich ein bisschen schneller, Blattblüte. Mach dich ein bisschen schneller.
Wozu ist denn dann das hier, das Ninja-Band da? Und was ist das? Plus 1 maximal LP, maximal Angriff und Panzerung, der Vita-Boost. Okay, dafür, dass das spawnt, nehme ich das natürlich gerne mit. Alles klar. Wir haben noch einen Chip, den können wir logischerweise nirgends mehr einsetzen. Und damit war es das für heute. Wie gesagt, Kommentare gern gesehen, Feedback sowieso. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns mit den nächsten Dailies am Sonntag. Tschüss.